Ja, wo haben wir die Idee für die Working Products her? Das war eigentlich ganz einfach. Wir organisieren ja schon seit fast 10 Jahren den World Disability Day hier in Hamburg. Und da sind wir, was Konferenzorganisation angeht, ziemliche Profis. Und da wir uns selber ja sehr mit Produktentwicklung beschäftigen, über Product Discoveries und über das Testen von digitalen Produkten für Startups, Unternehmen, whatever, sind Produktmanager uns so eine sehr wichtige Zielgruppe. Viele unserer Kunden sind eben Produktmanager und daraufhin haben wir gedacht, es wäre doch clever, eine Konferenz zu machen, die so ein bisschen aus der nutzerzentrierten Entwicklung einen Erfahrungsaustausch unter Produktmanagern ermöglicht. Da kommen wir im Wesentlichen her und haben dann letztes Jahr beschlossen, eine entsprechende, die Working Products an den Start zu bringen. Da waren wir in Hamburg auch noch die Ersten und überhaupt in Deutschland so wirklich viele Konferenzen für Produktmanager gab es nicht. So, was macht die Working Products besonders? Es gibt ja eine ganze Menge Konferenzen, gerade im UX- und Tech-Umfeld. Für Produktmanager selber gibt es nicht so wahnsinnig viel, was wir versucht haben, weil wir gemerkt haben, dass die alle Austausch brauchen. Die sitzen oft in den Unternehmen, oft als Einzelkämpfer, meistens als Quereinsteiger, weil die Produktmanager-Uni gibt es halt noch nicht. Und alle üben noch und überlegen selber, wie sie eigentlich arbeiten müssen. Deswegen haben wir dann einen Fokus darauf gelegt, auf dem Austausch untereinander, dass wir versuchen, dass die viel miteinander reden können, dass sie selber voneinander lernen, gemeinsam an Problemstellungen arbeiten. Haben also ein Format entwickelt, was zum Teil auf Vorträgen basiert. An den 2 Tagen jeweils sind es insgesamt 12 Vorträge. Und daneben aber, wir haben es Product Space genannt, also so eine Art Open Space Format, wo die Teilnehmer, also die Produktmanager, Produktverantwortlichen, ihre Themen einsteuern können, in Sessions sich zusammenfinden und dann gemeinsam vielleicht auch an Lösungen arbeiten. Fokus auch sehr stark, dass das, was da erarbeitet wird, dem Plenum wieder vorgestellt wird und vielleicht auch dann in eine Dokumentation gegossen wird, dass da so eine Art Best Practice daraus besteht. Das macht die Working Product besonders, also dieser viele Raum für Austausch. Im letzten Jahr haben wir dann auch zwischen den Vorträgen jeweils eine halbe Stunde Pause gemacht nach jedem Vortrag, wo dann in einem Speakers Corner genannt, der Vortragende mit den Interessierten noch weiter zusammen reden konnte, diskutieren konnte. Da war letztes Jahr, gab es da Trauben von Menschen, die nicht in die Pause gegangen sind, sondern gezielt ihre Fragen gestellt haben. Und diejenigen, die das Thema vielleicht doch nicht so interessiert hat, die sind dann eben rausgegangen, haben sich draußen unterhalten und hatten genügend Platz und genügend Raum, um sich auszutauschen. Das macht die Working Product besonders. Das war auch so das Feedback, was kam. Diese super familiäre Atmosphäre, dieser Austausch in den Sessions. Und das werden wir dieses Jahr wieder genauso machen. So, das Programm. Da haben wir natürlich auch ein Call for Papers gestartet. Hatten sehr gute Resonanz, sehr viele Einreichungen und konnten natürlich dann aus dem Vollen schöpfen. Was wir versucht haben, ist, dass wir zum einen Erfahrungsberichte in der Konferenz haben wollten, also Produktmanager, Produktverantwortliche, die darüber berichten, wie es bei ihnen konkret gelaufen ist, wo es vielleicht auch Schwierigkeiten gab, wie sie bestimmte Dinge gelöst haben. Daneben dann natürlich auch naja, so Methodenvorträge. Wie geht man mit Sachen um? Wie macht man etwas? So ein bisschen was auch zur Unternehmenskultur. Also woran scheitern Produktprojekte? Davon hatten wir im letzten Jahr sehr, sehr viel. Da waren 6 Vorträge, die in die Richtung gingen. Wir versuchen es sehr praxisnah zu machen, also dass die Teilnehmer wirklich was mitnehmen. Haben alle Dienstleister, die im Prinzip nur ihr Unternehmen, ihr Produkt, whatever verkaufen wollen und das Ganze so als PR-Veranstaltung sehen, das sieht man den Einreichungen oft auch an. Die haben wir gleich aus dem Programm gekickt und gesagt, wir wollen wirklich was haben, was sehr hands-on ist. Und das war so der Versuch. Das Spannende war dann eigentlich eher, wie setzt man so, wie macht man die Dramaturgie, wie kriegt man den Tag gescheit aufgesetzt, dass nicht 2 Vorträge, die halt für einen Menschen spannend sind, genau parallel laufen. Also haben wir immer versucht, Erfahrungsbericht im einen Track und im anderen Track dann vielleicht was zu einer Methode oder was zur Kultur zu platzieren, also mit dem besuchten Versuch, die
so ein bisschen thematisch schon einen Track zu machen, der für einen Menschen durchgängig interessant ist oder wo man dann nach jedem Vortrag wechseln kann. Das ist auch ein Vorteil, dass wir eben wirklich nach jedem Track, nach jedem Vortrag eine halbe Stunde Pause haben, dass ich jederzeit wechseln kann und ohne großen Druck. Ein Wermutstropfen, was man auch dem Line-Up ansieht, wir haben nur eine Speakerin. Wir haben wirklich echt Arbeit da reingesteckt, um den Frauenanteil zu erhöhen, weil das auch im letzten Jahr sehr blöd war. Da hatten wir eben auch nur mit Inken Petersen eine Frau als Vortragende hier. Das ist dieses Jahr wieder nicht besser gelaufen. Wir haben niemanden gefunden, wir haben wirklich gesucht. Wir haben in den einschlägigen Foren geguckt, wir haben die Besuchs- und ganzen Kontakte abgeklappert, wir haben rumgefragt und das kennt ihr nicht. Aber es haben sich fast nur Männer gemeldet. Letztendlich müssen natürlich auch die Vorträge der Frauen die gleichen Qualitätsansprüchen genügen wie alle anderen Vorträge. Von daher tut es mir echt total leid, dass wir nur eine Frau hier haben. Ich hoffe, dass sich das irgendwann mal ändert. Würde halt der ganzen Industrie halt einfach auch immens gut tun. Aber naja, Daumen drücken fürs nächste Mal. Dafür hatten wir letztes Jahr relativ viele Teilnehmerinnen. Das war immerhin gut. Für mich eine gute Konferenz zeichnet sich wirklich dadurch aus, dass ich Austausch unter den Teilnehmern schaffe. Ich habe die Erfahrung gemacht, auch aus vielen Kommentaren, dass die Menschen eher kommen, um miteinander zu reden, um voneinander zu lernen, als sich einfach nur hinzusetzen und sich Vorträge reinzupfeifen. Die kann ich mir letztendlich auch bei YouTube angucken. Dafür muss ich nicht auf eine Konferenz. Von daher haben wir ganz viel versucht, um diesen interaktiven Teil, diesen Austausch zu fördern, über die Speakers Corner, über die Open Space Sessions, die wir haben, dass wir wirklich bewusst versucht haben, das zu schaffen. Oft ist ja sogar schon so, dass die Lanyards, wo man dort sehen kann, wer ist der Mensch, der da gegenübersteht, blöd gemacht sind. Dann habe ich einen riesen Vornamen, einen kleinen Nachnamen. Das Unternehmen, wo derjenige arbeitet, kann ich nur erkennen, wenn ich dem oder der aus 30 cm Entfernung auf die Brust starre. Aber mich interessiert ja viel mehr, ist das jemand, mit dem ich reden möchte? Vom letzten Jahr müssen wir ja nicht so furchtbar viel ändern, weil das Format kam extrem gut an. Wir machen das ja bei uns in den Räumen, die einfach so aufgesetzt sind, dass wir zwei Tracks unterkriegen, dass wir genügend Räume und Plätze haben für die Open Space Sessions. Was wir nur ändern müssten, ist, dass wir im letzten Jahr alle Vorträge am ersten Tag hatten und den Product Space dann am zweiten. Das war auch cool vom Setup, weil du morgens beim Product Space eben das Plenum machen konntest, die Sessions vergeben und dann halt zwei Slots mit je 6-8 Sessions hintereinander machen und abends dann ins Plenum. Hat aber den riesen Nachteil, dass die meisten Speaker am zweiten Tag nicht mehr da waren. Die haben sich halt einen Tag geblockt, um zur Konferenz zu gehen, einen Vortrag zu halten und waren am zweiten Tag dann, bis auf eine Ausnahme, waren die weg. Das fanden die Teilnehmer natürlich wirklich blöd, weil die natürlich den Austausch auch mit den Speakern gerade haben wollten. Deswegen machen wir es dieses Jahr so, dass wir jeden Tag vormittags eben zwei Tracks mit in jedem Track drei Vorträgen haben und dann ab mittags den Product Space, wo wir dann wahrscheinlich immer nur eine Session haben, oder einen Slot mit je 6-8 Sessions haben und am Abend dann Präsentation der Ergebnisse und am zweiten Tag das Gleiche. Das war so das Hauptlearning, was wir hatten und dass wir im Vorfeld noch ein bisschen strikter mit den Speakern reden müssen und abgleichen, ob deren Vortrag von der Dramaturgie her passt. Im letzten Jahr waren dann teilweise so, dass die Absprachen, die wir eigentlich getroffen hatten, die auch im Exposé drin waren, dann im eigentlichen Vortrag nicht wirklich gepasst haben. Da will ich versuchen, dass wir da dieses Jahr den Match noch ein bisschen besser hinkriegen. Ja, ich wünsche mir auf jeden Fall richtig gutes Wetter, damit wir dann auch den Hof nutzen können. Und da hatten wir letztes Jahr einen DJ abends noch und was zu essen und das war irgendwie ziemlich nett. Auf das gleiche Wetter hoffe ich wieder. Und im Wesentlichen freue ich mich auf die extrem vielen Diskussionen. Und wenn wieder das Kompliment kommt, dass das einfach so extrem familiär und herzlich war und
einfach richtig Spaß gemacht hat, dann wäre ich zufrieden. Und das wünsche ich mir für die Konferenz.